darf ich beschissen sagen, sage ich einfach, beschissene Entscheidungen für mich waren. Ja, auffangen, Bagi 1:1, habe ich ja schon mehrfach gesagt, ist nicht der Plan sozusagen, sondern das werden wir Verantwortung auf verschiedene Schultern verteilen müssen, wie wir das auffangen. Aber ich glaube, wir haben das auch schon gezeigt, dass wir genug Möglichkeiten dazu haben. Also natürlich ist Nuri jemand, der ähnliche Position spielt, aber ich würde mich da so ein bisschen gegen verwehren zu sagen, dass er jetzt ein Ersatz für Philipp ist. Das ist er nicht. Also das haben auch schon die gesamte Saison gezeigt, dass die beiden sehr gut zusammenspielen konnten, dass sie unterschiedliche Rollen auf dem Platz ausfüllen können auch und auch das getan haben. Und da geht es dann vor allen Dingen auch häufig um das Verhalten der Achter davor, wie sie sich verhalten mit Ball. Da geht es um das Verhalten der Außenverteidiger teilweise in der Konterabsicherung, wie wir das auffangen. Und ja, namentlich gibt es da natürlich den einen oder anderen, der dann auch noch Richtung Kader jetzt immer eine Option war und jetzt ein Platz einfach mehr frei ist. Also ich betone nochmal, dass ich mit Kevin Möwald hochzufrieden war die ganze Saison und dass das immer extrem, ja wirklich, darf ich beschissen sagen, sage ich einfach, beschissene Entscheidungen für mich waren, weil der Junge hat immer, wenn er kam, seine Leistung gebracht und trotzdem gab es dann personelle Zwänge in der Kaderbesetzung, dass ich ihn ab und zu nicht mit in den Kader nehmen konnte. Und das ist natürlich auch jemand, der für eine zentrale Mittelfeldposition, wie auch immer wir sie dann besetzen, auch immer in Frage kommt und ein hohes Leistungsniveau anbietet, Woche für Woche im Training. Jojo hat jetzt die letzten Wochen auch auf der 8 durchaus seine Einsätze gehabt, auch gute Einsätze gehabt aus meiner Sicht. Und da gibt es verschiedene Varianten, das für uns aufzufangen. Aber auch da müssen wir nicht drum herumreden. Philipp Bargfrede 1:1 zu ersetzen ist sehr, sehr schwierig. Das ist ein absoluter Leistungsträger und ein sehr wichtiger Spieler für uns. Aber ich sage es auch und fühle mich sehr wohl mit denen, die jetzt dabei sind. Und gerade dieser Vergleich Bagi-Nuri, der wird der Sache nicht so ganz gerecht aus meiner Sicht. Nuri ist ein anderer Typ, aber einer, der schon weit vor der Verletzung von Bagi mein volles Vertrauen genossen hat. Und was ja auch schon demonstriert wurde über Startelf-Einsätze, wo dann zum Beispiel, ich nehme mal nur das Hertha-Spiel, wo einfach der Spielertyp Nuri für dieses Spiel sehr gefragt war und Bagi dann mal auf der Bank saß. Also das war ja durchaus auch schon der Fall. Und das sind so meine Gedanken dazu. Was ich auch nochmal zu Nuri sagen will, ist, dass er natürlich jetzt auch eine sehr hohe Bedeutung für uns hat, die aber schon in der Mannschaft die letzten Wochen genommen hat, unabhängig von der Leistung auf dem Platz als Person, als Führungsspieler, als jemand, der auch eine Mannschaft führen kann, der einen Rhythmus bestimmen kann auf dem Platz. Und das ist natürlich auch etwas, was wir jetzt nach dem Ausfall von Bagi auch als Mannschaft ersetzen müssen. Und da sehe ich ihn natürlich einfach auch in vorderster Front, weil er das kann. Und da bin ich sehr froh, dass ich ihn habe. Wir müssen das nochmal jetzt die nächsten Wochen abwarten, was passiert, auch mit Bagi, wie der Heilungsverlauf ist. Der Plan ist ja schon, dass er in Südafrika wieder trainiert. Und dann geht es mir bei Ole nach wie vor darum, dass ich seine grundsätzliche Entwicklung zu einem Bundesligaspieler bin ich einfach komplett von überzeugt. Und dann müssen wir sehen, ist ja immer die Abwägung, entwickelt er sich im Training weiter bei uns über dann Möglichkeiten auch teilweise zu spielen, keine Frage. Oder macht es mehr Sinn, ihn dann irgendwie in eine Spielpraxis zu bringen, die von Woche zu Woche ist auf einem hohen Niveau? Und das sind die Überlegungen, die wir haben. Da steht also vor allen Dingen die Entwicklung von Ole im Vordergrund bei diesen Überlegungen. Klar ist, dass er jetzt aber auch, bitte nicht erwarten, er kommt auch leider gerade aus, keine Ahnung, 8, 9, 10 Wochen Verletzung. Und ich kann sagen, dass er für das Freiburg-Spiel noch kein Kandidat für den Kader ist. Dass er sich aber die nächsten Wochen durchaus in diese Richtung entwickeln kann, ist auch klar. Und daran werden wir dann natürlich auch immer messen, was ist für uns als Mannschaft wichtig und was ist für Ole wichtig. Und danach werden wir dann im Winter schauen, in welche Richtung es geht.